So, auf geht's, rein in das neue Video, Jungs. Hey Leute, was geht ab? Und damit herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Wir sind heute hier im windigen Schweinfurt. Ich war schon ewig nicht mehr hier, also es war vielleicht vor 3 Jahren das letzte Mal oder so. Aber das heißt auch für mich heute das erste Mal Hartboden fahren mit der Kiste hier. Wir holen die jetzt mal raus. Ich habe noch Reifen gewechselt gestern Abend und schon mal ein bisschen was am Fahrwerk gemacht, aber ich hole das Ding jetzt erstmal raus und dann erkläre ich euch noch was dazu. Also viel Spaß mit dem Video heute. Okay, also irgendwie scheint die Anmeldung noch nicht so geil zu sein hier. Also es ist noch niemand da zum Anmelden. Deswegen, ich erkläre euch einfach mal ein bisschen was, bevor ich mich umgezogen habe, solange das schöne Motorrad noch sauber ist. Zum einen, fangen wir mal hier mit der Gabel an. Für Sandstrecken habe ich die Gabel ganz rausgeschoben. Hier probiere ich das jetzt auch erstmal, weil hier im Schweinfurt sind ganz viele lange Geraden. Von daher könnte es okay sein. Machen wir weiter mit dem Durchhang, also erstmal so ein bisschen die Standard-Sachen, was ich einstelle. Also nur ganz kurz, das ist absolut kein Masterplan, das ist nur das, was ich mache. Ich hatte ja dem letzten Mal auf Instagram gefragt gehabt, ob ihr euch sowas mal interessieren wird, beziehungsweise was euch interessieren wird für die nächsten Videos. Und da hat mir jemand geschrieben, dass ich mal so die Einstellung bei mir erklären soll, was ich für Sand und Hartboden fahre. Genau, deswegen machen wir das jetzt mal. Durchhang, gemessen von hier nach da, fahre ich im Sand 45 mm. Das ist ganz ordentlich zwar, aber ich fühle mich ganz wohl so. Ich habe ausprobiert mit 40 mm und mit 45 fühle mich ein bisschen tiefer, halt einfach wohler. Vorne, die Gabel ist relativ hart gestellt bei mir dann. Ich habe 12,5 bar Druck auf der Feder und meine Klicks sind relativ, ja, hart. Also Druckstufe hatte ich relativ hart und Zugstufe war auch ein bisschen schneller wie hinten. Also, dass die schneller rauskommt wegen den Wellen, aber ja, ziemlich hart alles. Genauso habe ich das hinten auch. Ziemlich hart rein, ziemlich langsam raus. Also Druck und Zugstufe relativ weit drin. Ja, ich denke, das war alles, was ich dazu zu sagen habe. Für Hartboden ist es jetzt so, ist ja jetzt heute meine erste Fahrt auf Hartboden. Dementsprechend muss ich selber erstmal gucken. Ich habe jetzt alles so ein bisschen als Mittelwert erstmal gemacht, um halt einfach selber ein bisschen zu schauen, wo, ein bisschen heller machen, wo geht es überhaupt hin. Plan ist sowieso für heute, mich ein bisschen einfahren und dann dreimal 20 bzw. 25 Minuten zu fahren. Beim Einfahren gucke ich jetzt einfach, ob mir irgendwas auffällt, was ich scheiße finde im Fahrwerk und justiere das noch, denn heute erste Fahrt auf Hartboden. Muss ich selber erstmal gucken, wo ich mich zurechtfinde mit meinem Fahrwerk. Ja, von daher, ich warte jetzt noch, bis ich mich anmelden kann, ziehe mich um und dann geht es auch direkt auf die Strecke. So, guck mal hier, Alter, meine Haare. Wisst ihr was? Wisst ihr was? Seit Oktober lasse ich die Mähne hier wachsen und am Montag ist es soweit. Wir haben heute Samstag. Am Montag ist es soweit, da wird es abgeschnitten. Dann habe ich wieder eine normale Haarfrisur. Ja, so viel dazu. Okay,
Also, ich bin jetzt schon zweimal gefahren, habe meinen Einfahrrhythmus gehabt. Bin danach schon einmal 20 Minuten gefahren jetzt, also 2 und 0. Ja, Strecke ist ganz schön am Arsch. Es ist arschwindig, also richtig, richtig sauwindig. Ich denke mal, bei den Fahraufnahmen von der GoPro. Achso, danke auch an dich, Leon. Leon hat mir nämlich die Session zur Verfügung gestellt für die Wochenenden oder für das Wochenende jetzt noch. Und dann muss ich es immer wieder zurückgeben, weil ich habe meine vor 2 Wochen in Grevenbroich verloren. Ja, ist leider abgefallen während dem Fahren. Bin zwar noch die Strecke abgelaufen, aber zur Mittagspause wurde dann abgezogen und dann, ja, weg ist das Ding. Wir werden jetzt noch 2 Turns machen, noch 2x20. Wir machen jetzt auch nochmal die Gabel, also wir ziehen sie doch nochmal ein bisschen raus aus der Gabelbrücke. Es sind doch noch ein paar Kurven dabei, die echt eng sind. Da würde mir das ein bisschen helfen. Wir probieren uns einfach ein bisschen aus hier auf dem Hartboden. Hier ist halt jetzt das echt extreme Beispiel, also Rillen, die hier drinnen sind, die sind von vor 2 Jahren gefühlt. Ja, da fährt sich gar nichts aus oder weg oder sonst was. Strecke ist dementsprechend eigentlich echt kacke. Aber ja, ein paar Modus werden durchgezogen. Also weiter geht's. Geil, ey. Es hat richtig Bock gemacht heute, ey. Ich bin jetzt 4-mal gefahren, einmal eingefahren, 3 Turns noch gemacht. Wie gesagt, wir haben hier noch die Gabel jetzt ein bisschen rausgeschoben. Es ging viel besser. Hab mein Lit Pro oder mein Dual X GPS Receiver drauf gehabt. Also hab eben nochmal die Runden geguckt. Im zweiten 20er Turn, also im dritten Turn heute allgemein, habe ich meine schnellste Runde in der letzten Runde gehabt. Bin immer 20 gefahren und geguckt, dass ich dann noch eine Runde, das quasi über 20 auf jeden Fall ist. Und jetzt im letzten Turn hatte ich dann meine schnellste Runde vom ganzen Tag. War eine Runde 7 von 10, also geil. Sandtraining hat sich gelohnt, ey. Sandtraining hat sich echt gelohnt. Ich hätte eigentlich übelst Bock, morgen nochmal zu fahren, aber morgen soll es richtig stürmen und überall regnen. Ja. Dann wird halt das geile Ding hier mal ein bisschen geputzt morgen, ein bisschen auf Vordermann gebracht. Lenker ist übelst cool. Ich hatte ihn jetzt heute Morgen nur noch mal ein Stückchen nach vorne gedreht. Aber chillig auf jeden Fall. Richtig, richtig chillig. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe, glaube ich, heute ein bisschen langweilig geredet, aber scheißegal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Peace. Haut rein. Tschüss.